So Leute, guten Morgen, ich bin's wieder und heute gehe ich auf ein Thema ein, zu dem ich eben gefragt wurde, ob ich vielleicht mal ein kurzes Video dazu machen könnte. Und zwar geht es um den Vergleich zwischen einem Kraulsprinter und eben einem Kraulschwimmer, der eben längere Strecken schwimmt. Da gibt es einfach ein paar feine Unterschiede, die man beachten muss. Zum Beispiel muss ein 50 Meter Schwimmer eben so gut wie nicht atmen. Da versucht man einfach im Rhythmus zu bleiben mit einer maximalen Frequenz in Armzug und Beinschlag. Und man versucht einfach ständig den Rhythmus zu halten, lang zu bleiben, aber trotzdem mit einer maximalen Zugintensität. Und da kommt es eben auch nicht auf so Sachen an, wie zum Beispiel einen hohen Ellenbogen oder ein ökonomisches Schwimmen, sondern man versucht einfach nur mit hoher Frequenz und hohem Kraftaufwand möglichst schnell nach vorne zu kommen. Das werde ich euch nachher gleich vormachen. Jetzt aber zuerst noch mal kurz zum Langstreckenschwimmer. Wenn man eben längere Strecken kraul schwimmt, auch im Wettkampf, muss man natürlich versuchen, die Übersäuerung im Muskel herauszuzögern. Also man darf nicht übersäuern. Das heißt natürlich, man muss auch bestimmte Muskulaturen schonen, dass sie nicht so schnell kaputt gehen oder nicht so schnell eben übersäuern, lahm werden. Zum Beispiel die Beine, da findet eben nur ein Ausgleichsbeinschlag statt. Da macht man zum Beispiel nur mal zwei Beinschläge auf zwei Armzüge oder vier Beinschläge auf zwei Armzüge. Das ist eben Geschmackssache und es variiert je nach Strecke. Das geht vielleicht los ab 400, 800 Meter schon und zieht sich dann bis zu den 10 Kilometer oder die 25 Kilometer heraus. Im Armzug schaut man natürlich auch, dass man ökonomisch schwimmt, zum Beispiel eher mit einem hohen Ellenbogen. Im Sprintbereich wird das eben meistens nicht gemacht, sondern eben da geht es nur darum, mit möglichst viel Schwung und möglichst schnell eben die Arme nach vorne zu werfen und den Zug wieder zu kriegen. Jetzt werde ich euch einmal eine Bahn eben Kraul-Sprint vormachen und danach eben eher mal so das Langstreckenkraul. Auch wenn ich natürlich jetzt kein Spezialist für das Langstreckenschwimmen bin, kann ich trotzdem versuchen, einfach mal den Beinschlag runterzubrechen und versuchen, ökonomisch zu schwimmen, so wie ich es auf eine lange Strecke machen würde. Schaut einfach mal zu und bis gleich. So, ihr habt das Ganze gesehen, der Armzug geht natürlich richtig schnell, wechselseitig. Im Langstreckenschwimmen wird es jetzt gleich eher ein Abschlagschwimmen sein, weil man einfach noch länger auf dem Arm liegen bleiben kann, sich noch mehr aufsparen kann, einfach kraftmäßig. Und trotzdem muss man aber sauber im Sprintbereich Wasser fassen, das heißt, man bleibt zwar vorne nicht liegen, aber man versucht trotzdem sauber einzutauchen und direkt Druck zu nehmen und trotzdem bis ganz nach hinten durchzuziehen. So, jetzt mal eine Bahn eben Langstreckenschwimmen. Logischerweise mit einer Zweieratmung und ich versuche jetzt auch einen Zweierbeinschlag dazu zu machen. Einfach einen Ausgleichsbeinschlag, dass die Wasserlage erhalten bleibt. So, ihr habt das gesehen, ich habe es auf den letzten Meter ein bisschen mit dem Beinschlagrhythmus variiert. Das kann man also mal mit einer Beinschlag machen oder eben den Zweierbeinschlag am Stück machen. Wenn ihr jetzt aus dem Langstreckenschwimmbereich kommt, schreibt mir ruhig in die Kommentare, was ihr noch für Tipps habt, was man eben da reinbauen kann. Wie gesagt, ich bin dafür jetzt kein Spezialist, trotzdem weiß ich grundlegend, worauf es ankommt. Und ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Auch speziell die Leute, die mich danach gefragt haben. Ich weiß, war jetzt schon ein bisschen länger her. Aber ich hoffe, es hilft euch weiter. Macht's gut und probiert's aus. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.